Hui lang Hans. Ich. Ja. Und Peter P.E. Ach, jetzt haben wir das sofort gewuscht. Ja, das ist auch nicht schlimm. Ja, also ich bin immer noch ich. Und er ist ich, aber nicht vor euch. Thomas. Oh Gott, oh Gott. Aktuelles, jetzt um mal darauf hinzuweisen: Juckt der Nibbel. Meine ganze Brust. Ist warm. Okay. Um mal kurz darauf hinzuweisen: Wir haben, falls wir schon. Wir haben T-Shirts. Auch in anderen Farben erhältlich. So ein dezentes Rosa. Würde dir auch gut stehen. Das ist jetzt wahlweise gerade. Baufrei. Das ist jetzt wahlweise gerade von unserem Kreativteam. Die ziehen sich hier schon aus für uns. Ja, bei uns steht halt der jeweilige Name hinten dran. Hier bei mir meiner und bei ihm seiner. Meiner. Ja. Bestellen können die bei uns unter unserer Facebook-Seite. Können wir das, ja? Ja. Achso. Dann schickt ihr uns Nachrichten und dann schreibt eure Größe dazu, wie viele haben wollt und dann kriegt ihr die. Oder unter www.honktv1.de.vu. Werden wir mal hier eingeblendet gerade. Mhm. Ja. Kann man die auch käuflich sich verwünschen, kann man das. Ja, wir haben Honk des Monats wurde ja vom Street Honk besucht. Mhm. Ja. Oder von der Regie noch mal ganz kurz hier das Bild einblenden können. Ja, genau. So, so das war ja der Adalbert Schwengel. Ja. Ist das. Ne? Und der hat ja, also der Besitzer, quasi der Hörst Geo, der hat da auch ein kleines Geschenk gekriegt für den Honk. Also für ihn. Und gucken wir uns mal an, oder? Ja. Was da der Street Honk so für Sachen macht. Wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Herzlich willkommen beim Street Honk. Ich besuche, steht hier vor der Haustür vom zweiten Honk des Monats. Persönlich hat er sich noch nicht vorgestellt, aber mal sehen, was das für ein Mensch ist. Sie haben uns das Bild geschickt vom Hund des Monats. Mhm. Ah, na gut, Herr Georg. Was wollen Sie? Dürfen wir eintreten? Was Sie wollen? Ja, aber Sie bekommen natürlich einen Preis von uns. Ach, ihr seid hier von den Jehovas, oder was? Ja, genau. Nein, wir sind von Honk TV. Mhm. Was ist Honk TV? Das, wo Sie das Bild hingeschickt haben. Welches Bild, gell? Ihr Bild vom Hund des Monats. Ich von mir kann man nicht geschickt. Ich bin auch gerade im Abnehmen, also das passt mir jetzt eigentlich nicht so. Ist ein ganz schwieriger. Das ist rein. So, vielen Dank. Also nochmal, ich bin der Willi Wilmer. Hm. Hallo. Hallo. Ja, wo ist denn jetzt der Honk des Monats? Wenn Sie reinkommen, wenn Sie schon mal drin sind. Kommen Sie rein, gehen wir gerade durch. Ja. Wer sind Sie? Herr Georg. Ich bin der Willi Wilmer. Nochmal. Hallo. Ja, hallo. Ja, wo ist denn jetzt der Honk des Monats? Wer? Ja, Ihr Honk des Monats. Er hat sich mir auch noch nicht vorgestellt. Aber Sie haben das Bild geschickt. Können Sie mir folgen? Wer sind Sie jetzt noch gleich? Ich bin der Willi Wilmer von Honk TV, wo Sie das Bild hingeschickt haben. Honk TV kenne ich, da habe ich ein T-Shirt davon. Hier. Oh, ein T-Shirt von uns haben Sie auch schon davor. Nee. Wo ist er denn jetzt? Wer denn? Der Honk des Monats. Hm. Durch meine Fettleibigkeit habe ich ein bisschen Alzheimer. Ah. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Georg.
Ah, ja. Nee, ich bin der Willi Wilmer. Ja, hallo. Hallo. Oh Gott, das ist der Bescheid. Ich müsste mal abhalten. Oh, schon passiert. Irgendwo auf dem Teppich. Ja, es ist Ihre Wohnung, ich meine. Das stimmt nicht. Ja, wo ist denn jetzt der Hunk des Monats? Also den Hunk des Monats habe ich nicht, aber hier ist der Herr Schwengel. Der Herr Schwengel? Ja. Schönen guten Tag, Herr Schwengel. Der ist schüchtern, Vorsicht. Der ist schüchtern? Ja, deswegen hat er auch eine Weihnachtsmütze auf. Stellen Sie sich vor, das ist auch der Hunk des Monats. Wo, guck mal, hier sind Seifenblasen auf dem Bildschirm. Film mal hier hin, da sind Seifenblasen auf dem Bildschirm. Und jetzt sind sie weg, da hast du wohl zu lange. Guten Tag, Herr Schwengel, wie geht's Ihnen denn? Spricht nicht sehr viel, oder? Der hat seine Zunge abgebissen letzte Nacht. Ah, gut, dann machen wir das jetzt bei Ihnen. Also Sie, ich mach's jetzt mal kurz und knackig. Sie kommen jetzt von uns. Wieso machen Sie mich nackig? Wenn ich die Polizei rufe, das schneiden wir raus. Machen Sie mich nicht nackig. Also, Sie bekommen jetzt von uns diese Four Seasons Zinnpfade, ein Rosé halt, ne? Ich bekomme eine Rose, oh, das ist aber nett. Wer sind Sie denn? So, halten Sie mal kurz in die Kamera. Oh, der Hund hat mir das auch nicht viel. Darf ich den mal kurz nehmen? Nein. Wer sind Sie denn? Ich bin der Willi Wilmer. So, hallo Herr Wilmer. Wollen Sie mal einen Schluck? Herr Wilmer? Das ist Ihr Geschenk, aber wenn Sie mir ein Glas anbieten würden. Ich spuck nur schnell rein, okay? Sonst will ich auch nicht mehr. Also, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, wie auch immer. Sonst verschwinden. Hey, wer sind Sie denn? Ich weiß nicht, wer das war. Verschwinden! Ja, dann tschüss, Herr Georg. Ne? Und wenn Sie das nächste Mal kommen, dann bringen Sie bestimmt auch die ja, also, das war ganz verrückter. Wir mussten jetzt leider ein bisschen schnell machen. Das war echt nicht normal. Also nochmal, ich bin der Willi Wilmer und hier will ich nie wieder hin. Schadet mir die Selbstbefriedigung? Das ist eine interessante Frage. Frag dir Klaus Dieter 25 aus Herzog. Oha. Gut. Ausgehakt. Ja oder nein, was erfahrt er in der nächsten Folge? Das werden wir ausgiebig für euch testen. Vor laufender Kamera. Sich hier schön rumschwängeln. Hey, Louis. Fisch. Ja. Kommen wir ein bisschen zur Auswertung. Jetzt steht hier Studio. Ja, und Auswertung vom Honk des Monats. Das Trihonk, ja, er hatte den Hirst Georg getroffen. Und ja. Krank, ein bisschen. Ja, weil wir Bademantel bei den Temperaturen. Ja, hat es noch nicht mehr. Aber er kann es tragen. Es sah jetzt nicht komisch aus. Ja. Sollte man mal einen Barry ansprechen. Der andere hat. Ja. Wer nicht will, der hat. Ne? Bei den beiden Monaten kann man das ruhig mal anziehen. Schön. Gut. Was haben wir denn jetzt? Hier steht Wetter, gell? Viel Spaß. Der Wetterbericht bei euch. So, das war das Wetter. Es regnet Schlotze, weil wir im Moment unter einem Fischdruckgebiet liegen. Es kommt von ganz vom Süden. Ja. Kommt das zu uns rüber geschwappt. Mit einer übelsten Tsunami-Welle. Geschwängelt. Und da regnet es hier nur noch Schlotze. Mit gelegentlichen Schnieselschauer. Schnieselschauer? Ja, das ist ganz gefährlich. Da muss der Strahl dann Tür einziehen. Und zum Nachtisch gibt es Kuhscheiße mit Erdbeeren. Richtig, so junge Hunde. Ja, wer kennt's nicht? Schmeckt schon ganz gut. Ja,
Schön. Wir haben für euch jetzt ein Bild der Woche. Können wir hier mal gucken. Können wir das hier mal an Regie? Nee. Was ist das denn? Was soll denn die Scheiße? Ah, da. Ja. No? So. Da sind wir ganz proud drauf. Ja. Weil das ist nämlich der Michel. Und der Michel, der hält seinen Hund Brady wie so ein kleines Baby. Muss man aber dazu sagen, der Hund ist benachteiligt, weil er hat keinen Kopf. Ja, der hat schon, aber nicht für euch. Spezielle Grüße. Ja, spezielle Grüße damit an den Michel und den Brady und an alle anderen, die da noch. Von mir auch, unbekannterweise. Ja, der Brady ist echt cool. Der Michael ist auch so ein Bro. Ne? Tschüss. Macht's gut. Eure Hongs aus dem Studio. Warte mal, ich muss wieder Licht anmachen, muss ich jetzt, gell? Ja, schön. Sind wir schon raus jetzt, oder?